Und jetzt ist es soweit. Jetzt erfahrt ihr, was ihr tun könnt. Was ihr vermögt, wenn ihr alle, wirklich alle Schwierigkeitsgrade durchhabt und am letzten angekommen seid. Denn hier sind wir nun in der Final Battle. You managed to get here. Alex, yes, I will end this war. I will stop you. I came here for only that purpose. Say what? Okay, true devil. We must get rid of you as soon as possible. If the current situation continues, the biocontrol system will start malfunctioning due to lack of energy. We will terminate you before it happens and gain some energy to stabilize the system again. Okay, die Sprachausgabe ist ein bisschen schnell, aber ich denke, die Story kennt ihr ja, deswegen Alex, I won't be so foolish. Mache ich hier mal schnell zum Kampf kommen. Wie ihr gerade das Geräusch gehört habt, das war mein Magical Ball, den habe ich aktiviert und mich in den Shadow Mode begeben. Das heißt, ich bin für die Feinde unsichtbar. Naja, nicht gerade unsichtbar, aber man kann mich damit nicht treffen. Also, ich bin sozusagen unbesiegbar, fast schon. Momentan habe ich, wie vielleicht schon gehört, mein Lieblingsschneidewerkzeug in der Hand, nämlich mein Schnitzelmesser oder auch Slice Blade. Damit kann man wunderbar Sachen kaputt machen, und zwar in schneller Reihenfolge. Und vor allen Dingen, dieses Ding läuft sozusagen automatisch mit. Das heißt also, man braucht nur einmal Leertaste drücken und das Ding läuft für circa eine Minute durch und tötet jeden Gegner, der ihm in den Weg kommt. Deswegen Schnitzelmesser. Mhm. Juhu! Na, bringen Sie schon her, die ganzen... ja! Na komm schon! Fliegst du erst eine Runde. Du bist tot. Du bist kaputt. Jetzt machen wir dich noch kaputt. Bestimmt irgendwo da hinten. Nee, da ist nichts mehr. Aha. Alex, I will say this again. No matter how many monsters you generate, you can't capture me, and I won't allow you to kill. Okay. So, we... true devil, this is the end for you. Realize the true power of biocontrol with your own body and die. Das ist jetzt wieder mein Magical Ball, den ich hier habe, auf Shadow geschaltet. Na, komm schon her. Wo seid ihr? Ich finde euch. Ich muss die Musik mal ein bisschen lauter machen. Aha. Alex, let's continue. Wo bist du? Factual items lit, large size super speed, 3,4109 makes you run very fast for a minute. Object info, electricity at 73.3, electricity at 89.6, electricity at 100, biocontrol system at 114.08, 0% left, 15.0.
Da hinten bist du also. Und ich krieg dich doch. Das war's. Object info stone wall at 810. 109.0. Da gibt's noch eine Steinwand. Ah, die muss ich gar nicht kaputt machen. Na gut. Do you wish to continue the game? To carry on, choose yes. To exit the stage here, choose no. Natürlich. Do you wish to continue? Progress will be saved, no matter which option. Make your selection. No, yes, I will continue. Dann machen wir weiter. So, bringen wir es zu Ende. Alex, finally. Genau. Ein bisschen schnell, wie gesagt, die Sprachausgabe, aber wie gesagt, die Story haben wir ja hinter uns. Deswegen brauchen wir das nicht mehr. Jetzt geht's an das Eingemachte. Object info at 137.0. Massacred Souls at 137.0. Massacred Souls at 231.0. HP 171.0. Object info unknown energy at 165. Bloody extinguisher at 156.0. HP 100.280. So, jetzt kommst du noch. There is nothing in this area. So, jetzt haben wir das alles zerstört. Jetzt kommt gleich nochmal dieses kleine Aufflackern. Tschüss. So laufen wir mit Carla. Active items list. Large size super speed 4161 very fast for me. Schnell, schnell, schnell. Der hat nicht lang gehalten, der Dorn-Tank. Verflucht, ich dachte. Komm schon. Jawohl. Ja. Okay, jetzt geht's los. Well done. They can no longer reach us. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon. Now we are heading to where our friends are, ready for acceleration. Und tschüss. Ja, und das war's mit Bokarano Daibuken 3. Our Great Adventure, unser großes Abenteuer.
Das war wirklich ein Abenteuer, muss ich ja schon mal sagen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht und vielleicht gibt es ja irgendwann ein BK4. Man munkelt, der Programmierer soll da tatsächlich daran arbeiten. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wer Spaß gehabt hat und sich vielleicht selbst versuchen möchte, der kann sich gerne das Spiel holen. Das empfehle ich sogar. Und das war das beste Spiel wieder mal seit Jahren. Aufschlussreich, aufwendig programmiert, so rum, aufwendiger Soundtrack, wunderbarer Soundtrack. So viele, viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Waffen, viele Möglichkeiten, auch selbst irgendwie hoch sich zu arbeiten. Story wahnsinnig gut. Also man kann also wirklich sagen, rundherum ein geniales Spiel. Vielleicht hören wir uns dann wieder, entweder zu BK4 oder zu einem anderen Spiel. Ich würde mich freuen. Und die letzten Videos am Mikrofon und an der Tastatur war dann doch irgendwie Alex. Und jetzt ruhe ich mich erstmal aus als Bürgermeister von Crystal City. Tschüss.